Dass diese vier kochen können, haben sie bei Lecker aufs Land längst bewiesen. Jetzt wagen sie ein neues Abenteuer als Hofpraktikantinnen. Das erste Praktikum ist in Obereisesheim. Wenn hier eine Ape Baujahr 82 über die Felder knattert, weiß jeder, Beate Lang ist unterwegs. Wir haben auf Bio umgestellt, weil es nachhaltig ist und dazu stehe ich immer noch. Ich finde es eine gute Anbauform. Es ist einfach umweltschonender. Die letzten Kartoffeln und Möhren des Jahres stecken noch im Boden. Die zu ernten steht auf dem Hof an. Beate kommt gerade vom Feld. Sie hat geschaut, ob der Zeitpunkt jetzt richtig ist. Beate hat ein tolles Tempo drauf. Und sind die Kartoffeln jetzt schalenfest? Ja, also es geht. Man kann es machen. Kann man was machen? Es geht, ja. Ist in Ordnung. Gut. Den Gemischtbetrieb wirtschaftlich zu führen, gelingt Thomas und Beate Lang auch, weil sie früh auf Bio umgestellt haben. Während dem agrarwissenschaftlichen Studium, da waren wir mal ein Vierteljahr zusammen in Mexiko. Und da haben wir dann halt da so Erosionen schon gesehen. Also das haben wir uns halt schon so Gedanken gemacht, ja, was passiert eigentlich auch global. Als die beiden 1995 den Hof von Beates Eltern übernommen haben, konnten sie im Kleinen beginnen, die Dinge anders zu machen. Was suchst du denn? Ich habe oft gute Ideen, finde ich. Die findet dann der Thomas nicht so gut. Weil die dann halt, ja, manchmal passt es halt nicht ins Konzept oder es ist für ihn zu aufwendig oder noch mal Zusatzarbeit. Jeder hat halt so seine Prioritäten. Aber im Endeffekt klappt es dann immer wieder. Thomas' Leidenschaft sind seine Pferde und das Planwagenfahren. Zwei Pensionspferde und zwei eigene versorgt er. Daneben hat er noch die anderen Tiere und den Landbau unter sich. Thomas und Beate haben drei Söhne. Habt ihr schon Hunger? Ja, natürlich. Wunderbar. Zum Essen sind oft da Philipp mit Freundin Carina. Vinzenz, der Jüngste, lebt noch zu Hause und will bald für ein Jahr nach Neuseeland. Wann kommen die jetzt morgen, die Frau? Ja, ich glaube, morgen früh gleich dann, um 9 Uhr, ne? Ziemlich schnell werden wir losziehen, mal gucken, wie sich das draußen anlässt, ob das den Frau Spaß macht und ob mein Geschäft geschafft wird. Prost. Wohl. Wohl. Lasst euch schmecken. Prost. Vor 27 Jahren hat Beate einen Hofladen eröffnet. Damals einer der ersten in der Gegend. Vor 3 Jahren hat sie ihn verkleinert und die Öffnungszeiten reduziert, dafür aber einen Gastraum eingerichtet. Es haben einige Leute gesagt, um Gottes Willen, das wird niemals was. Ich müsste mich da auf harte Zeiten einstellen. Daran habe ich nie geglaubt. Ich habe gedacht, also ich denke schon, dass es gut wird und jetzt ist es auch gut geworden. Die Familie fand Beates Entscheidung damals richtig und unterstützt sie. Bist du schon fertig? Ja. Hey, das sieht aber gut aus. Passt so von der Höhe? Ja, super. Hey, klasse gemacht. Super. Ha, bestens. Währenddessen schaut Thomas nach den Pferden. Stute Dagi macht ihm Sorgen. So, zuerst einschmieren ein bisschen, Mädel. Das ist immer so arg juckt. Sie reagiert allergisch auf Kriebelmückenstiche. Ein bisschen Heilerde drauf. Das kühlt und lindert den Juckreiz ein bisschen. Und saugt auch ein bisschen vom Sekret auf. Dann wird es ein bisschen erträglicher, gell? Vor dem Planwagen spannt Thomas die Stute so nicht. Richtig wegbekommen versuchen wir seit 2 Jahren mit einer ordentlichen Desensibilisierung. Das funktioniert mal besser und mal schlechter. Dieses Jahr leider schlechter. Letztes Jahr war es echt gut. Auch wenn kein Kochwettbewerb ansteht, gibt es bei Beate was Gutes zum Essen. Sie liebt schwäbische Hausmannskost und macht deshalb Maultaschen nach dem Rezept ihrer Großmutter. Sie bereitet die Füllung vor. Ihr Jüngster geht ihr zur Hand. Vinzenz, kannst du noch mal querschneiden, dann wird es auch schon reichen. Dann hast du die anderen Blätter auch. Das Rezept ihrer Großmutter weicht vom landläufig bekannten Herrgottsbscheißle ab. Der Unterschied von meiner Maultasche zu der regulären schwäbischen Maultasche ist der, dass wir es schon immer mit Spinat gemacht haben und mit Brotwürfeln, also ohne Fleisch. Und das Einzige, was halt Fleisch ist, ist halt der gerauchte Bauch.
Und das ist halt ein altes Rezept von meiner Oma. Meine Oma war sehr christlich und dann sind halt in die Maultasche ein bisschen Fleisch in Form von Schweinebauch reingekommen. Maultaschen machen Arbeit. Deshalb gibt es sie nicht so oft bei Beate. Nur zu besonderen Anlässen. Für die Kolleginnen, die zum Hofeinsatz anrücken, macht sie sich die Mühe. Denn es soll etwas echt Schwäbisches zum Abendessen geben. Ich bin jetzt mal wirklich gespannt auf die Landfrau. Ich freue mich da schon richtig drauf, einfach wieder neue Leute kennenzulernen und was die so machen. Und ja, einfach vom Charakter her, wie sind die, was machen die? Und das wird bestimmt gut. Und also wirklich, ich bin jetzt echt gespannt, neugierig. Weil Zugpferd Dagi allergiebedingt ausfällt, spannt Thomas seinen Traktor vor dem Planwagen. Mit dem wird er morgen die Landfrauen abholen. Um 9. Drei Hofpraktikantinnen steigen zu, allesamt lecker aufs Land erprobt. So, meine Damen, fahren wir mal los? Ja, gut, super. Gucken wir mal, wo uns der Thomas hinbringt. 2013 waren dabei die Winzerin aus Rheinhessen, Alexandra Damm, und die Schwarzwälderin Brigitte Müller. Siegerin 2014, Ingrid Jauernick aus Hohenlohe, wohnt in der Nähe und kennt den Hof schon. Ich bin gespannt, was der Tag bringt. Ja. Also ich kenne ja Beate, aber da gibt es vielfältige Aufgaben, glaube ich, bei Slangs für uns. Was machen wir? Ja, erzähl mal. Also ich weiß, dass sie Kartoffeln haben. Okay. Und was ganz Tolles, dass der Thomas Bier macht. Also das fällt. Ja. Das wäre mal was. Das wäre aber was für so eine Winzerin. Ja, das wäre mal was. Ja. Diesmal werden sich die Landfrauen gegenseitig besuchen, um den Hofalltag der anderen richtig kennenzulernen. Außer den Maultaschen will Beate eine Gemüsequiche zaubern. Der Clou? 20% Hartweizengrieß im Hefeboden machen ihn super knusprig. Also wir haben jetzt da einen salzigen Kuchen, gibt es ja. Und das sieht natürlich jetzt ähnlich aus wie ein Pizzaboden. Aber jede Nationalität hat halt ihre Teiggebäcke. Und bei uns im Schwabenländle ist das dann halt der hier. Der Gemüseanbau bringt den Langs etwa 15% ihres Gewinns. Das beliebteste Gemüse bei Beates Kunden sind Karotten. Die Einstiegsdroge, wie sie ihre gelben Rüben scherzhaft nennt. Die Frauen kommen. Gut, dann muss ich runter. Zum Begrüßen. Der Wetterbericht hat zur Mittagszeit über 30 Grad angekündigt. Viel zu heiß für den Frühherbst. Wie geht's euch? Seid ihr gut angekommen? Ja, super. Dein Mann hat uns perfekt hergebracht. Wie war die Fahrt? Hallo. Ja, bestens. Alexandra? Genau, schön, okay. Dass ich dich kennenlerne. Ja, finde ich auch. Hallo, hallo Ingrid. Wir genau, kennen uns wir schon, kennen gell? Schon. Hallo, ich bin hallo, Brigitte. Ja. Also, dass ich hier auf den Hof kommen durfte, also da habe ich mich schon drauf gefreut, weil ich erst einmal dann die Beate ja auch schon gekannt habe. Und ich weiß, dass der Hof einfach toll ist. Ja, es gibt genügend Arbeit. Das ja, ein und andere für euch vorbereitet. Okay. Okay. Wird schon gut. Oder bin also, ich mal gespannt. Ne? Wir krempeln jetzt mal die Ärmel hoch. Ja, das ist immer gute Voraussetzung. Schön. Ich habe dir ein bisschen was aus meiner Weinheimat mitgebracht, aus unseren Weinbergen. Und ja, wenn es ein bisschen kälter wird jetzt im Winter, könnt ihr euch das dann schmecken. Ah ja, also auf jeden Fall super. Und da sind ja sogar Trauben drin. Das ist ja, wie hast du die da reingekriegt? Alexandras Geheimnis? Die Flasche wird in einer frühen Wachstumsphase über die Trauben gestülpt. Ich würde raten, nicht nur mit einer Flasche das zu probieren, sondern durchaus 4, 5 Stück, weil die Trefferquote ist jetzt nicht 1:1, leider, das wäre schön. Aber es ist immer wieder ganz spannend zu sehen, wenn es dann klappt, wie die Trauben tatsächlich in der Flasche weiter wachsen. 3 Monate muss Alexandra warten. Es hat funktioniert. Ich würde empfehlen, es dann abzuschneiden, wenn die Trauben ihren optischen Höhepunkt erreicht haben.
dann würde ich empfehlen, eine Wasserspülung zu machen, weil es sind dann immer noch kleine Blütchenreste drin, die konnten sich ja nicht lösen. Und dann einfach aufgießen, schön verkorken und dann hat man ein tolles Geschenk. Man sollte es mit einem hochalkoholischen Brand aufgießen, einfach um die Trauben auch zu konservieren, um lange Freude dran zu haben. Der Alkohol zieht dann auch ein bisschen die Farbe aus den Trauben, wenn es rote Trauben sind. Das sieht dann sehr schön aus. Da ist dem eigenen Geschmack eigentlich keine Grenze gesetzt. Super, tolle Idee. Also wirklich. Freut mich, dass dir das gefällt. Sehr außergewöhnlich, doch. Danke. Muss ich sagen, danke. Also dann, macht's gut. Der Hofeinsatz beginnt mit einem Rundgang. Mit dem kleinen Kalb der Walburga. Aber keine Angst, ausmisten müsst ihr nicht. Okay. Das habe ich heute früh schon gemacht. Und auch melken, habt ihr gesehen, das machen bei uns die Kälber. Aber trotzdem seid ihr für die anstehende Arbeit hier nicht ganz passend gekleidet. Erste Station, die Freilaufstelle der Langs mit 660 Hühnern. Warren-Hühnern, um genau zu sein. Die legen nur braune Eier. Und um die geht es. Es ist ja auch so, dass so ein Ei zu legen eine ganz anstrengende Arbeit ist. Und dass die Henne dann das Ei nicht so einfach hergibt, ist auch verständlich. Die Aufgabe also, Eier einsammeln. Zu dieser Tageszeit brüten noch einige Hennen. Jetzt zeige ich mal das kurz, wie ich es mache. Vielleicht könnt ihr es besser. Bin mal gespannt. So wie hier ist es also sehr einfach, wo die Henne bereits gelegt hat und sich schon wieder verdünnisiert hat. Hier unten wird es dann ein bisschen außergewöhnlicher. Die Hühner sitzen noch drauf, sind also entweder noch am Legen oder haben schon eine bestimmte Neigung zum Brüten. Und die brüten, sind nicht sonderlich freundlich. Und dann müssen wir einfach versuchen, ihnen trotzdem das Ei zu klauen. Und dann machen wir einfach so vorsichtig das Huhn möglichst am Kopf leicht beruhigen. Und dann lässt es mich auch drunter lange. Dann kann ich dir die Eier rauslegen. Und bitte, das Nest für dich. Und das ist dein Abteil. Ansonsten würde ich sagen, legen wir los. Gut. Das fand ich witzig, einfach wie man die dann überlistet. Und das Huhn einfach ein bisschen streichelt und dann unten reingreift. Ich war schon länger nicht mehr in einem Hühnerstall, obwohl das ja eigentlich Teil meiner Ausbildung, meines Studiums war, sich auch mit dem Federvieh zu beschäftigen. So ganz einfach fand ich es nicht. Ein bisschen mulmig war es mir schon. Hat eigentlich echt Spaß gemacht. Beate macht den Guss für die Quiche nach einem Rezept ihrer Mutter. Mit Eiern, saurer Sahne, Muskatnuss, Pfeffer und Salz. Letzte Käse, jetzt kommt es noch in den Ofen. Und backt dort 30 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze. Im Hühnerstall beobachtet Thomas aufmerksam die Mensch-Tier-Kommunikation. Nur deine Eier hole ich dir. Ja, so ist eine feine, prima, hast du das gemacht? Ich habe jetzt noch nie Hühner die Eier vom Nest rausgeholt, obwohl das Huhn auch drin sitzt. Und es war schon gut, dass uns der Thomas das vorher erklärt hat, dass man das ganz liebevoll streicheln solle und dass das uns dann die Eier gibt. Und das ist ja auch richtig so. Wenn man die so schön streichelt und mit denen ein bisschen redet, und dann kann man die schon holen. So, und jetzt gehen wir mal raus und zählen die Eier und schauen mal nach, wie viel sie gelegt haben. 31, wunderbar. Also Kuchen gibt's. Ein Kuchen langt auf jeden Fall. Dann stelle ich dir den wieder her. Ja, klar, danke. Dann zählen wir die nächsten. 34, 35, 37. 37. Jawohl, wunderbar. Bei mir ist überschaubar. Zwei. Ja, da waren die Hühner nicht so spendabel. Ja. Bei dem Wettbewerb zählen sowohl Menge als auch Zeit. Und vor allem das Wohlergehen der Tiere.
17. Ich hatte wohl die nicht so beliebten Nester. Du, Thomas, schau mal. Das Ei hatte ich in einem Nest. Das schaut mir fast wie ein Doppeldotter-Ei aus. Ja, könnte es sein? Wäre durchaus möglich. Das könnte man jetzt sonst. Müssen wir überlegen, ob wir es als zwei rechnen können. Ja, das wäre natürlich ein. Ein potenzieller Zwilling. Ja? Ja, schreib mal auf. Mach eins plus. Zwilling. Ja, die erste Aufgabe ist jetzt erfolgreich beendet. Hat gut funktioniert. Hat mir sehr gut gefallen. Ihr habt das prima gemacht. Ich würde euch alle gerne einstellen. Ich habe jede Menge Arbeit für Menschen, die ich nicht bezahlen kann. Sie haben alle drei sehr behutsam mit den Hühnern umgegangen und sind sehr verständnisvoll. Und ich denke, dass meine Hühner deswegen auch morgen wieder genügend Eier legen, weil die reagieren doch sehr empfindlich auf unterschiedliche Betreuungspersonen und Eiersammler. Für die erste Aufgabe bekommt Ingrid 3 Punkte bzw. Eier. 2 Eier gibt es für Brigitte und 1 für Alexandra. Für den heißen Tag hat sich Beate als Erfrischung eine Zitronenlimo überlegt. Dafür erhitzt sie Wasser und löst Zucker darin. Jetzt kommt noch eine Prise Salz rein, damit es halt nicht bitter wird. Es kann am nächsten Tag bitter werden eventuell. Ne? Und dann ist die Prise Salz immer ganz gut. Kann man es länger aufbewahren. Bis die Zuckerlösung abgekühlt ist, presst Beate Zitronen aus. Die mit dem Zitronensaft versetzte Lösung gießt sie mit Mineralwasser auf. So, und jetzt ab in den Kühlschrank. Auf dem Feld wartet die nächste Aufgabe auf die drei neugierigen Kolleginnen. Wir machen heute Kartoffeln raus. Dann darf ich euch das mal hier kurz erklären, wie das funktionieren soll. Der Boden, der unter etwas feuchteren Bedingungen eigentlich zu Staub zerfallen würde, ist jetzt zu richtig festen Erdklumpen oder Gluten zusammengepresst, die mit Hochkommen und dabei auch noch die Gefahr haben, dass sie die Kartoffeln beschädigen. Der Vollernter wird mit seinen Rodescharen die Kartoffeln aus der Erde holen. Dann gilt's, beschädigte Kartoffeln und Erdklumpen, sogenannte Gluten, auszusortieren. Vinzenz steuert die Maschine über den Acker. Erschwerte Erntebedingungen. Thomas hätte am liebsten noch auf Regen gewartet. Aber je länger er die Ernte hinauszögert, desto größer die Gefahr, dass Schädlinge die Kartoffeln befallen. Man muss hochkonzentriert dabei sein, muss gucken, dass das alles passt, was man ins Körbchen macht, quasi, dass der Schmutz aller draußen ist. Die Frauen ernten heute die Sorte Linda. Die ist sehr schmackhaft und beliebt. Sie war 2007 immerhin Kartoffel des Jahres. Aber sie hat auch mit den heutigen Klimabedingungen zu kämpfen. Und die Frauen mit der Hitze. Also, wenn man das so einen ganzen Tag macht, glaube ich, als erstes Mal wäre man heute Abend total eingestaubt gewesen. Aber das hat schon Spaß gemacht, ja. Ich meine, wir essen ja gern Kartoffeln, also müssen wir uns auch ein bisschen was dafür tun. Ich würde aber jetzt gerne mal die Arbeitsplätze tauschen. Ja. Und jeder Arbeitsplatz erfordert auch unterschiedliche Fähigkeiten. Am Anfang des Förderbandes ist es zum Beispiel wichtig, konstant schnell und hochkonzentriert zu arbeiten. Denn hier muss man am meisten Erdklumpen aussortieren. Die Ingrid hat eine sehr gute Grundgeschwindigkeit und hat enorme Leistungen gezeigt im Abräumen von den groben Gluten. Die Brigitte kann sehr gut reagieren auf wechselnde Bedingungen. Kommt viel Gluten, viel Erde, kann sie sehr schnell arbeiten und überblickt auch sehr schnell, wenn weniger kommt. Und bei der Alexandra muss man einfach sagen, von Kindesbeinen an gelernt, das ist wie ein Automatismus, das läuft von alleine. Sobald da Dreck kommt, dann laufen die Finger. Eine ganz hervorragende Truppe, hat mir also ganz hervorragend gefallen. Was hast du uns denn mitgebracht? Sehr gut. Eine Zitronenlimo, eine selber gemachte. Und dann gibt es noch ein Bier dazu. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch ein Radler machen. Und zwar mit selbstgebrautem Bier von Thomas. Bei dieser Hitze eine willkommene Erfrischung. Kartoffeln. Genau. Aber wie?
Wir waren erst einmal, mussten wir den Staub ein bisschen runterspülen. Und zum anderen, von der Anstrengung war das schon toll. Oh, das war lecker. Oh, das war so richtig, das hat gezischt. Ja. Ja, für mich war das echt wie in Jugendtagen. Als ob ich gestern erst von der Maschine gestiegen wäre. Genau. Und ich finde, du hast so richtig schöne braune Tage. Ja, gell? Ja, wirklich. Du hast kein Make-up. Sieht super aus, oder? Ja. Siehst du überhaupt noch was? Also die Brille ist ein bisschen belegt, aber ich sehe euch in einem sehr schönen, weichen Licht. Gut. Okay. Macht's gut. Bis gerne, danke. Tschüss. Wir warten auf den nächsten Gang, gell? Ja. Das ist in Ordnung, ich überlege mal was. Gut. Das wird was. Was Kühles. Weiter geht's zu den Karotten. Thomas hat den harten Boden vorgelockert. Hier wird jetzt eure nächste Aufgabe auf euch warten. Wir sind ja ein kleiner Betrieb, deswegen machen wir auf jeden Fall das, was wir im Herbst brauchen, alles von Hand raus. Kommt mal mit, dann zeige ich euch, wie ich das mir vorstelle. Ich nehme immer ein ganzer Büschel am Kraut, ziehe die so raus, lege sie hin, ein bisschen abklopfen. Das ist so größenmäßig die Unterkante, das geht auch noch. Also eigentlich nur die, die wir selber gern kaufen würden, packen wir da rein. Unter diesen Bedingungen, die also jetzt wirklich nicht optimal zu bezeichnen sind, schätze ich ungefähr so meine Leistung auf 4 Kisten in der halben Stunde. Ich habe es mit meinen Lehrlingen immer so gehalten. Ich erwarte vielleicht 3/4 der Leistung. Entsprechend könnte ich mir vorstellen, dass euch 3 gelingen könnte in einer halben Stunde. Das lassen Sie sich nicht zweimal sagen. Ihr Ehrgeiz ist angestachelt. Also, meine Damen, los geht's! Welche Sorte Karotten Thomas auf seinen 20a anbaut, ist übrigens Betriebsgeheimnis. Nur so viel, sie sind sehr süß und geschmacksintensiv. Auch Beate hält sich ran. Zu den Maultaschen gibt es Kartoffelsalat. Dafür ist die festkochende Linda genau richtig. Na, die Frau, die müsse heute hart arbeiten. Es liegt aber dann wahrscheinlich eher am Boden, weil wir haben jetzt halt ein Frühherbst, der so trocken ist, und die tun mir jetzt schön leid. Sehr dünn gehobelt. Für Beate genau richtig. Sie nimmt kleine Kartoffeln. Die sind schneller gar. Dazu im Mixer gehackte Zwiebeln und warme Brühe. Mache ich noch ein bisschen Gemüsebrühe rein, und jetzt muss ich es mal, ich mache es mit den Händen, weil da habe ich einfach ein besseres Gefühl wie mit so einem Löffel, weil das darf jetzt nicht zu suppig werden, ne? Die Kartoffel muss jetzt die Brühe noch aufnehmen, weil das Öl kommt zum Schluss. Ah, das wird schon ganz gut. Da muss so ein bisschen, vom Geräusch hört man es auch, ne? Das muss so ein bisschen schlonzig sein, sagt der Schwab. Wichtig beim Kartoffelsalat ist halt, dass man die Kartoffeln, wenn sie leicht warm sind, hobelt, weil es möchte halt da immer was aus, so Kleinigkeiten. Wenn ich da jetzt zu lang warte, dann kühle die so aus und dann nehmen die ja die Brühe nicht mehr richtig auf. Und das merkt man einfach. Ne? Also das ist so, wie diese Mönche sagen, ne? Also wenn ich esse, esse ich, wenn ich gehe, gehe ich, und wenn ich Kartoffelsalat mache, dann bleibe ich halt da dabei. Dann wird's gut. Fertig ist der Kartoffelsalat, wenn er schön glänzig ist, wie Beate sagt. Mindestens 3 Kisten voll mit Karotten in einer halben Stunde, wie ein richtiger Lehrling. Das müssen die Frauen schaffen. Kartoffeln und Möhren zu ernten ist ganz klar Arbeit. Das Tempo, was er vorgelegt hat, das schafft man wahrscheinlich, wenn man den ganzen Tag dran ist, nicht unbedingt. Also man hat schon Gas gegeben. Alexandra besinnt sich auf ihr Fachwissen aus dem agrarwissenschaftlichen Studium. 4 Kisten waren gesetzt. Und dann war die Überlegung, wie kann ich das logistisch umsetzen in der Zeit. Und da habe ich dann mich der Technik bedient des absetzigen Erntens. Heißt, erst alle Möhren rausziehen, dann bei allen das Kraut abdrehen.
Für mich war es so ein übersichtliches Verfahren, mit dem ich auch ganz gut einen Arbeitsgang nach dem anderen, ohne immer wieder zu wechseln, erledigen konnte. Brigitte dagegen fährt gut mit der bei Familie Lang üblichen Methode. Ja, beim Karotteernte habe ich eigentlich gedacht, ich bin da relativ gut und war mir eigentlich auch sicher, ich bin da relativ schnell. Auch Ingrid bedient sich der vorgeschlagenen Arbeitsweise. Also ich habe auf jeden Fall meine Kiste in der Zeit, die er vorgegeben hat, habe ich, glaube ich, geschafft, ja. Endspurt auf dem Karottenfeld. Nur noch wenige Sekunden. Und jetzt stopp. Stopp! Die Brigitte hat nahezu 4 Kisten voll. Da fehlt noch ein ganz kleines bisschen. Ist sehr sauber abgeerntet. Ja, prima. Sogar 4,5 sind das in dem Fall. Ich esse auch gern Karotten. Und wahrscheinlich hat mich das motiviert. Ja. Ja, wunderbar. Auch hier nahezu 4,5 Kisten. Das heißt, ich darf weiter bei dir schaffen, wenn ich daheim mal nichts zu tun habe. Da haben wir überhaupt kein Problem damit. Super. Jederzeit. Ich komme total gern zu euch. Ich gehe noch mal durch die Reihen und noch mal genau nachschauen, aber ich habe einen sehr, sehr guten Eindruck gehabt von allen. Als Team muss ich sagen, habe ich jetzt hier das absolute Glück gehabt, ist mir bisher selten passiert, das optimale Team zu finden. Jede von denen hat etwas andere Qualitäten und besondere hervorragende Eigenschaften, die sich aber beispielsweise bei der Arbeit auf dem Kartoffelernter wunderbar ergänzt haben. Und auch nachher ein Team habe, das mit sich und mit seiner Arbeit zufrieden ist und am Abend sagt, von meiner Hände Arbeit kann ich leben. Eine klasse Erntebilanz. Aber was heißt das jetzt für die Frauen? Thomas vergibt die Punkte für die Karotten- und Kartoffelernte. Die Alexandra kriegt von mir 3 Punkte, weil sie auf dem Kartoffelernter einfach unschlagbar gut war und einfach von Kindesbeinen an gelernt. Und auch bei der Möhrenernte hat sie mit der neuen Erntetechnik auch wieder mich auf neue Ideen gebracht und war dort auch in der Leistung absolut vergleichbar mit den anderen. Hervorragend. Deswegen 3 Punkte für die Alexandra. Mit dem einen Punkt vom Eiersammeln kommt sie damit auf 4 Punkte. Die Brigitte hat auf dem Vollernter vor allem sehr schnell reagiert. Auf mehr und weniger Anfall, war sehr flexibel und sehr anpassungsfähig. Bei den Möhren hat sie auch eine hervorragende Leistung gezeigt, sehr gut aussortiert und auch immer noch mit Lust und Laune gearbeitet. Deswegen kriegt die von mir 2 Punkte. Damit hat sich auch Brigitte insgesamt 4 Punkte erarbeitet. Die Ingrid hat auf dem Vollernter hervorragende Arbeit geleistet, ist eine ganz tolle Arbeiterin. Auch bei der Möhrenernte hat auch Mitgefühl gezeigt, wenn die Möhre leider wegzuschmeißen ist und doch nicht verwertet werden kann. Deswegen fällt mir es auch ganz besonders schwer, dass ich ihr, weil mir nur noch ein Punkt übrig bleibt, auch diesen einen Punkt nur verleihen kann. Auch für Ingrid 4 Punkte. Gleichstand. Na Mädels, habt ihr Lust auf eine kleine Spritztour? Na klar, wenn uns mitnehmen. Ja, komm. Ja, dann gehen wir. Hallo. Dann war das natürlich toll, dass uns da unseren alter Bekannter Andreas abgeholt hat. Und wir haben uns riesig gefreut, ihn wieder zu sehen, ja. Beate will den Frauen jetzt ihre Heimat, das Neckartal nördlich von Heilbronn, zeigen. Auf die Spritztour, ja. Auf die versprochene Spritztour für Beate. Schauen, was Beate für uns im Petto hält. Ja. Beate, bevor wir zu deiner Überraschung kommen, habe ich jetzt noch eine Kleinigkeit für dich mitgebracht. Das ist ein frisches Holzofenbrot, eingeweckt. Das heißt, wenn du mal unerwartet Besuch kriegst, hast du immer ein Brot da, was du nicht auftauen musst. Also Brigitte? Super. Okay, super. Genau. Vielen Dank. Gerne. Klasse. Also, das lasse ich immer schmecken. Das sieht auch gut aus. Ja, das hoffe ich, dass es auch also, schmeckt. Toll. Das ist toll. Und also, dann noch ein bisschen Schwarzwald drumherum. Ja. Schön. Und so hat Brigitte ihr Brot ins Glas bekommen. Was, denke ich mal, immer elementar ist, ist einfach ein gutes Wasser. Wir haben dann ein reines Quellwasser, ein sehr feines und weiches Wasser. Dann haben wir eine Mischung mit 20% Roggeanteil und 80% Weizen.
kommt eigentlich keine Geschmacksverstärker oder Bindemittel, Hebemittel oder sonst irgendwie was noch dazu und wird einfach nur mit Hefe, Salz und Wasser noch ergänzt. Morgens einfach in der Backstube, man kann kreativ sein, man kann das Brot entstehen sehen, das riecht nachher fein. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie es der Beate geht, ob sie sich freut, wenn sie von mir ein frisches Holzofenbrot im Glas kriegt. Also ein riesen Unterschied, geschmacklich finde ich, macht es einfach, wenn es gebacken wird im Holzofen. Ich habe jetzt heute zwei gemacht, weil ich mir einfach sicher sein wollte, dass eins schön wird. Weil wenn es zu sehr aufgeht, dann muss ich das oben abschneiden, dass ich den Deckel drauf kriege, logischerweise. Also das Brot ist jetzt einfach im Glas, das heißt, es ist einfach mal luftdicht abgeschlossen. Es hat den Vorteil, dass es richtig schöne runde Scheibe hat. Es gibt so richtig Partybrötchen, wo man dann schön belegen kann. Wenn ich dann überraschend Besuch kriege, kann ich das Glas aufmachen und habe einfach ein Brot im Haus. Allzu lang würde ich es jetzt allerdings nicht aufbewahren. Also nicht länger wie 2-3 Wochen. Und weil dann die Hefe einfach so ein bisschen in den Vordergrund rückt. Also für mich gibt es immer drei Faktoren, die einfach bei einem Geschenk mitspielen. A, ist es mit Liebe gebacken. B, muss es mit Liebe verpackt sein. Und C, muss es noch schmecken. Ich weiß, wo man hin. Der Bus steuert auf den Yachthafen in Hasmersheim zu. Ich hätte aber ganz schlittiges, so elegant. Meine Damen, ich glaube, wir sind da. Oh, schön. Herzlich willkommen. Steigen Sie ein. Ist gut. Hallo. Hallo? Hallo? Oh, Luft! Ach ja, Luft. Ziel. Das erste. So, jetzt kann's losgehen. Jetzt ist Entspannung angesagt. Mit Kapitän Bernd Raudenbusch und seinem ausrangierten Personenfährschiff ist Beate schon häufiger zusammen mit ihrer Familie den Neckar entlang geschippert. Das heißt jetzt nicht drei Lokalrunde. Sondern das heißt in Gottes Namen. In Gottes Namen fangen wir immer die Rundfahrt an. Und in Gottes Namen werden wir euch nachher wieder abliefern. Vier Glockenschläge heißt dann, Schiff ist am Sinken, bitte alles aussteigen. Der Name Neckar stammt aus dem Keltischen und bedeutet wildes Wasser. Aber die Frauen sind gemütlich unterwegs. So, Mädels, wie wär's denn jetzt mal mit was zu essen? Ja, der endliche Lüfterstummel ist Geheimnis, was du in deiner Tasche da hast. Hey, das ist ja schon. So, bitte sehr. Für euch. Lecker. Lasst es euch schmecken. Kisch, oder? Es ist eine Kisch, es ist vegetarisch. Also, ja. So, die erste. Bitte sehr. Dankeschön. Guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Guten Appetit. Danke. So eine Gemüsekisch gab es in Beates Familie traditionell zur Ernte. Ein ganz leckerer Kuchen, den uns die Beate gebracht hat. Das war jetzt nicht ein süßer Kuchen, das war ein salziger Kuchen. Und das hat eigentlich ganz gut gepasst. Man kann es toll aus der Hand essen, man braucht kein Messer und Gabel. Das war absolut auf den Punkt, war eine sehr gute Idee. Lange diente der Neckar als Transportweg für Holz. Auch hier kamen die Flößer auf ihrem Weg vom Schwarzwald nach Holland vorbei. Bernd, darf ich mal fahren? Ja, komm. So. Okay, wow. So, dann wollen wir mal steuern. Eigentlich kann man nur steuern, wenn man eine Mütze auf hat. Okay. Ohne Mütze geht nämlich überhaupt nichts. Dann können wir die da hinten jetzt mal erschrecken, dass die mal aufwachen. Okay. Geben wir jetzt Gas, oder? Ja, jetzt nehmen wir den Hebel und ganz nach vorne drücken. Schnell. Ja. Wenn man Spaß haben will, dann ist man am besten mit Brigitte unterwegs. Sie hat immer super Ideen. Und insofern kurze Überraschung meinerseits, aber dann war klar, das wird jetzt richtig spaßig. Leider ist die Endstation der Rundfahrt erreicht. Doch es geht weiter. Mit dem Oldtimer-Bus zur Burg Guttenberg.
dem Zuhause von Silke von Gemmingen-Guttenberg, einer Kollegin der vier Landfrauen aus der Sendung Von und zu lecker. Hallo? Ja. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ja. Hallo. Hallo. Hallo, ich bin Brigitte. Hallo, ich bin die Alexandra. Ich freue mich, euch ein bisschen die Burg zeigen zu können und habe natürlich auch ein bisschen was vorbereitet. Du hast halt noch nichts geschafft, dann kommen wir mal so mit rein und wir holen mal den. Schau mal in die Backstube. Mhm. Ach du, gut, ja. Da kann dir mal helfen. Ja, magst du den Schieber nehmen? Ja, gut, ja, danke. Ja, wenn immer noch ein bisschen Restwärme drin ist vom Brotbacken, ist ja genau richtig für Zwetschgenkuchen oder auch Pizza. Ja. Kannst du es abnehmen? Ja. Gerne. So. Super. Hab's. Danke. Wow, super lecker aus. Zwetschgenkuchen. Oh. Sehr gut. Ich hoffe, ihr habt Hunger mitgebracht. Da verwöhnst du uns aber. Das ist toll. Gib mir Mühe. Kann man essen, oder? Ja. Der ist wirklich noch ofenwarm. Ja. Ja. Oh. Wie findet ihr das denn eigentlich, dass ihr dieses Mal arbeiten dürft und nicht kochen? Ich find's gut. Das ist viel entspannter wie das Kochen. Und besonders, weil es jedes Mal andere Arbeiter sind. Also bis jetzt kennen wir ja nur Beate Irdenhof, wo uns der Thomas heute schon etwas von den vielen Tätigkeiten gezeigt hat, wo man helfen durfte. Und es geht ja noch weiter, wir sind ja noch nicht fertig. Ich hätte das, glaube ich, auch gern gemacht. Vor allem habe ich mich immer gefreut, auch meine Kolleginnen aus meiner Von uns zu lecker Staffel dann zu besuchen. Es war immer wie ein kleiner Kurzurlaub. Mhm. Und dann die anderen in ihrem jeweiligen Umfeld zu sehen. Ja, das finde ich eigentlich das Interessanteste jetzt, dass wir mal nicht nur kochen, sondern dass wir eigentlich auch mal zeigen können, was unseren Alltag noch so ausmacht. Ich denke, das ist interessant, dass wir auch mal Einblicke in unsere alltägliche Arbeit geben und nicht nur kochen. Das ist ja nicht unser Alltag. Das ist nur ein Teil davon, genau. Ja, genau. Wir sind ja nicht nur Köchinnen, wir sind Landwirtin, Winzerin, ja, Käserin. Wenn man dann mal woanders hinkommt, dann sieht man wieder andere Gegend, andere Leute, die machen dies, man kann noch was lernen. Ja, man nimmt noch was mit heim. Wir sind Allrounder. So, das finde ich gut. Da war gleich ganz enges, nahes Miteinander. Man war gleich auf Wellenlänge. Fand ich also eine sehr angenehme Bekanntschaft. Dieses alte Mauerwerk hat immer schon was. Also das, wenn die Steine erzählen könnte, was sie schon alles erlebt hat. Hier kommen wir jetzt übrigens an unsere Mausefalle. Wie ihr vielleicht seht, sind diese Tore nicht in der Flucht gebaut, sondern versetzt zueinander. Und das hat man damals absichtlich gemacht, damit der Feind, wenn er mit einem Angriffsvorwerk unterwegs war, ist er eben hängen geblieben. Und dann hat man die Zugbrücke hochgeklappt und hier das Tor fallen lassen. Und dann war der Feind gefangen wie die Maus in der Falle, deswegen Mausefalle. Ah, okay. Merke ich an meinem Auto jedes Mal, wenn ich es eilig habe und durchfahre. Ja, bleiben wir immer an den Kutschersteinen hängen. Auf Burg Guttenberg sind auch die Raubvögel der deutschen Greifenwarte zu Hause. Das war dann so ein Überraschungseffekt, wo die auf einmal zack über den Kopf geflogen sind. War ein bisschen beängstigend, aber so erschreckender Moment einfach, genau. Also ich fand es sehr interessant, ich durfte ihn halt auch von ganz nah sehen und das ist ein wunderschönes Tier. Und respekteinflößend, aber Volkner Marco Nicolai beruhigt. Würde der einen auch picken? Also grundsätzlich ja nicht aggressiv oder bösartig, aber wenn sie ihn anfassen, würde das natürlich tun, weil sie würden sich auch nicht von jedem anfassen lassen, der gerade an ihnen vorbeigeht. Ja, das stimmt. Ne? Und das sind halt Raubtiere, die machen das unmissverständlich klar, das mag ich jetzt nicht. Ja, gut. Und dann kriegt man die Erwiderung. Aber generell ist Krümel ein ganz netter. Ich wünsche euch noch viel Erfolg bei all dem, was ihr noch zu tun habt. Hat mir Spaß gemacht. Auch für den leckeren Trank. Ja, sehr gerne. Genau. Alles klar. Gute Fahrt nach oben. Tschüss. Tschüss. Ciao. Während Thomas den Frauen noch zu Hause den Braukeller zeigt, macht Beate die Maultaschen. Für den Nudelteig nimmt sie etwa ein Ei Größe M pro 100 Gramm Mehl. Der Teig soll einerseits möglichst dünn sein, damit die Maultaschen mit der Füllung schnell gar werden. Zu dünn darf der Teig aber auch nicht sein, sonst reißt er. Kurz in siedendem Wasser ziehen lassen, bis die Maultaschen oben schwimmen.
Später kommen geschmelzte Zwiebeln darüber. Also ich nehme jetzt noch mal die Maultasche nach 5 Minuten raus, aus dem siedenden Wasser, nicht kochen, sonst können die platzen. Dann ist ja die Fülle im Wasser und nicht mehr in der Maultasche. Und dann nehme ich die jetzt raus, weil die soll ein bisschen abtrocknen, weil die nachher noch in eine Rinderbrühe reinkommen. Und dann wird es mit geschmelzten Zwiebeln und Kartoffelsalat dann zum Abendessen gereicht. Für die hungrige Molche. So, jetzt essen. Wir hatten ja heute, sag mal, in Anführungszeichen, einen anstrengenden Tag. Und wir haben uns eigentlich dann schon sehr gefreut auf ein Essen. Kurz noch in die Rinderbrühe und fertig ist das schwäbische Nationalgericht. So, jetzt gibt's was zu essen. Da war aber schon sehnlichst. Ja, und natürlich der Thomas. Nach dem Tag haben sich alle Hunger. Die haben so viel geschafft, gell? Ja, müsste halt so viel essen, wie der geschafft hin. Meine Schwiegermama ist Schwäbin. Und insofern gibt's bei uns auch schwäbische Küche. Darüber, wie Maultaschen entstanden sind, kursieren viele Geschichten. Am bekanntesten ist wahrscheinlich die von den Zisterziensermönchen aus Maulbronn, die so während der Fastenzeit heimlich Fleisch genießen wollten. Daher ja auch der Name Herrgottsbscheißerle. Ich liebe die. Also ich habe die auch daheim immer mal wieder auf dem Tisch und fand das deswegen total perfektes Essen für heute Abend. Thomas steuert noch sein selbstgebrautes Bier zum kulinarischen Schwabenabend bei. Auf das Bier. Zum Wohl. Gute Bier. Und vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Danke, danke. Euch für den schönen Tag hier. Ja. Na, und wie war es eigentlich so mit dem Thomas? Ach, wenn ich mal fragen darf hier. Gut. Den könntest du behalten, da brauchst du nichts Neues zu. Ah, da bin ich ja froh. Ja. Ich merke mir das. Ja, ich mir auch. Ich mir auch. Na ja, gut, ich meine, beim Karotte raus du, und das war schon ein bisschen. Ist er da rumgelaufen mit der Stoppuhr? Ja. Also, gell? Ja, ja. Ja, und Klingbrett auch. Gell? Ja, genau. Hey, richtig viel Chef. So wie so ein Kontrolleur. So. Ja. Ist halt ein Qualle. Ja, klar. Qualle ist Qualle. Ja. Mal was anderes. Ja, sonst mache ich das Chef-Thema alles selber. Gell? Ja, ich habe dir auch natürlich was mitgebracht von mir. Das ist ja ein ganz das tolles Geschenk. Also vielen Dank. Von unserer Schafe. Danke. Und das steckt im Glas. Ingrids Schafskäse. Ich habe jetzt einen Käse gemacht, der ist ein Weichkäse. Und der ist aus unserer Morgenmilch, den wir jeden Tag frisch verkäsen. Und für die Beate habe ich jetzt spezielle Kräuter rein. Und ich denke, da bei der Beate auf dem Feld sicher auch Kornblumen wachsen, freut sie sich sicher, wenn sie das im Käse auch entdeckt. Und dann habe ich noch ein bisschen einen mit Chili gemacht, weil ich denke, so ein bisschen was Scharfes kann man immer essen. Dann habe ich noch ein paar Peperonis, damit der Geschmack von der Peperoni auch noch ein bisschen übergeht in den Käse und auch in das Öl. Das Öl kann man ja nachher noch weiterverwenden für den Salat. Ich habe jetzt einfach Olivenöl genommen, weil es von der Farbe gut passt. Es ist schon gedacht, dass man das jetzt keine 3 oder 4 Monate aufhebt, sondern dass man das schon in der nächsten Woche verbraucht. Zur Deko noch ein kleines Wollschaf. Also ich mache die schon ganz furchtbar lang, insbesondere immer zur Weihnachtszeit oder einfach, wenn man ein kleines Geschenkle macht. Das passt einfach immer, so ein kleines Schäfle. Das lassen wir uns schmecken. Ja. Da freuen sich alle. Ja. Super, gell? Lasst euch schmecken. Ja. Also mit Liebe einfach schmecken. Danke. Mhm. Schön. Also für mich war es jetzt heute schön, einfach mehr vom Betrieb mitzukriegen und einfach mehr Einblick zu haben. Das habe ich toll gefunden, ja. Die Neugierde ist weiter gestiegen. Die Aufgabe, die bei uns jetzt zu erledigen sind als Hofpraktikant, ja, die sind jetzt natürlich ganz, ganz anders. Aber ich hoffe, dass sie damit auch zurechtkommen. Also, dann groß. Aber dann ohne dich. Ja. Ich finde es schade.